So, herzlich willkommen zu MXGB, dem offiziellen Motocross Videogame Part 13. Wir machen weiter in unserer Suzuki. Fahren wir hin. Gewohnte Optionen, Schwierigkeiten, alles beim Alten. Ich glaube, Lausitzring kämmer, das war glaube ich die zweite Strecke, die da war, als Wildcard, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, ja, das war sicher. Okay. Gut. Gehen wir mal auf die Strecke. Finish. Ja, Leute, Ring. Kämmer, passt, brauchen wir kein Goalie, danke. Da springen wir gleich zum Rennen, genau. Sparen wir uns ein bisschen Zeit. Ja, zwar keine Punkte, aber das ist egal. Genau 1,5 Kilometer lang die Strecke. Ja, und da gehen wir auch schon rein. So, wer steht wo? Ich stelle mich ganz nach rechts dieses Mal, obwohl, wo ist... Ah, da ist mein Teamkollege. Ich versuche es mal hier von ganz außen. Aber ich kann mich erinnern, da sind wir wieder schnell genug. Ich werde einfach ein paar da wieder in der ersten Kurve vorlassen, gleich einmal von Haus aus. Mal hier ganz locker fahren, mal schauen, was passiert. Oh. Leichten Seitenschlag da bekommen. So. Pino hier. Schauen wir uns mal die erste Runde an. Finish. Oh. Fast ein bisschen nach außen gekommen. Oh. Heißt aufpassen. Da sind wir schon wieder Vierter. Ja, hier auf der Geraden, glaube ich, irgendwo da in der Gegend sind sie ja schon wieder mal ganz schlecht drauf mit dem Speed. Donkov mal ganz gut vorne dabei. Oh je. Oh ne, hinterwischt. Nichts passiert. Ah genau, das ist die einzige Stelle, wo man ein bisschen aufpassen muss auch. Dass man da nicht seitlich rausgerät. So, da haben wir schon mal Donkov geschnappt und wir sind schon Dritter. Ah, jetzt sind es dann schon zu viele Strecken. Weil ich einmal gesagt habe vorher, wir werden doch mit MX1 wechseln. Wenn die vielleicht ein bisschen schwieriger sind, dann wird es wenigstens da ein bisschen interessanter. Dann hängen wir vielleicht dort eher noch eine Saison drauf. Als wir hier in der MX2 unten nach Hause gesprungen. Wenigstens hat da nicht wirklich viel Sinn. Donkov. Ja, wir haben ihn überholt und jetzt hat er Rückstand. Das ist auch so ein Leiden hier. Von 3, jetzt müssen wir schon ein bisschen Gas geben. Okay, wenn ich da sehe, wie schnell ich da rankomme. Ja, wenn es interessiert, es ist jetzt einen Tag später im Vergleich zum vorigen Video. Ich nehme es ja da auf, wo ich gerade unterwegs bin. Es ist der Mittwoch. Und zwar, genau, neuer Vierter, sorry. Nur für diejenigen, die es vielleicht interessiert. Ja, schauen wir mal, jetzt das Video
kann vielleicht am Donnerstag das eine hochladen, Freitag dann dieses. Ah, wird es nicht die Woche ganz ausgehen, dass wir die fertig haben, oder? Lausitzer, wie viel sind wir noch? Zwei, drei? Schauen wir mal. Ah, wir bleiben dabei, eines dann jeden Tag. Das ist... Oder vielleicht mache ich Donnerstag... Mal schauen. Ja, okay, ist jetzt irrelevant, weil... Ich habe ja das vorige gesehen und dann seht ihr vielleicht eh das auch noch zusätzlich, unter Umständen. Wenn ich da eins zusätzlich noch drauf gebe, im Sinne von, dass ich dann der Linie gleich treu bleibe, jeden Tag 1, wenn ich schon die verpasst habe da. Ah, das haben wir alles gesehen. So, letzte Runde, gut, okay, so Ding, jetzt sind wir noch immer Dritter. Ganz so ist es doch nicht. Aber wenn man von ganz vorne wegfährt natürlich, dann ist das alles überhaupt kein Problem. Da überhole ich den schon wieder im Sprung hier. Ah, doch nicht ganz. Ein bisschen ist noch. Ich glaube, es geht sich doch nicht ganz aus, wie es ausschaut. Ah, da schon die Zielgerade rechts dann kommt dann gleich nachher und gleich danach das Ziel. Und zwar da vorne jetzt gleich, glaube ich. Ja. Okay, sind wir nur Dritter, macht nichts. Oder sie fahren hier so langsam. Ansti, jawohl! Doppelsieg fürs Zug ist ja sensationell. Ich habe das andere noch abzuschließen. Ja, ich werde sehen, wann ich was hochlade. Es kann sein, dass ich einmal zwei bringe. Vielleicht die zwei jetzt. Mit dem vorigen sind es vielleicht eh dann schon die zwei. Unter Umständen, oder es ist das mit einem nächsten. Unter Umständen. Ah, okay, Donnerstag sind es vielleicht auch nicht zwei. Dann ist doch das am Freitag mit einem zweiten. Unter Umständen. Unter Umständen. Das werden wir aber dann noch einmal schauen. Am Ende des Partes, wie viel da noch kommen. Und dann kann ich da heute vielleicht noch eins fahren, dann habe ich da schon jetzt drei vorgefahren, die muss ich dann immer zu Hause verarbeiten und hochladen. Aber fahren wir mal das, letzter Grand Prix, Motorrad wieder weg. Fahren wir mal das und dann schauen wir mal, wie viele Grand Prix noch sind. Vielleicht drehe ich gleich heute noch alle runter gleich, dass ich es gleich einmal habe, da brauche ich nur mehr verarbeiten und hochladen. Und dann schauen wir weiter. Ich muss auch schauen, wann ich da mich entscheiden muss für MX1 und so, aber das werden wir definitiv machen. Ich werde wahrscheinlich das schlechteste Team bei einer MX1 einmal nehmen für die erste Saison. Macht ja nichts. So wie es ans Team mit dem Kollege, da ist einmal nicht. Ja, hier sind sie mal sehr schlecht. Ah ja, jetzt gibt es sie nicht auf der Zielgeraden. Kann ja gar nicht sein. So, lassen wir mal ein, zwei vorbeifahren. Wenn sie sich trauen. Mal schauen, was die. Was ist hier da hinten? Hauptfeld. Ferris hier mit seiner Yamaha. Bin ja auch schon wieder zweiter.
Ah, ja, genau das. Ja, voll rein hier hinten. Genau das Eck, was ich vorher noch gesagt habe. Jetzt habe ich es ein bisschen verpennt. Ah, sorry, jetzt wird wieder was gedrängt. Das ist ein Koltenhaus schon wieder. Das gibt's hier. Ein Steed, da kommt er schon. Boah. Wieso die hier so langsam sind, man weiß es nicht. Da fahre ich nur gerade drüber, ohne irgendwelche spezielle Technik oder sonst irgendwas. Aber dafür jetzt da vorne, der erste, ist schon da relativ weit weg auf einmal plötzlich. Warum auch immer. Ah, da hinten sehen wir es. Koltenhof über Holt Herlings, da ist ein Vierter, immerhin. Ja, Unterschied vom Motorrad. Ja, mir kommt sie ein bisschen weicher oder so vor, ich weiß nicht. Mit viel Glück jetzt das eigentlich wieder. Aber jetzt den extremen Unterschied gibt es hier nicht, also vom Motorrad her. Also über MotoGP, da merkt man doch Riesenunterschiede. Ist eigentlich recht geschmeidig zum Fahren, dieser Zug hier. Das fahre ich einmal da aus, ob ich da so langsam bin oder ob das einfach nur beginnen. Ja, okay, gehe ich auch mal vom Gas ein bisschen. Sonst ist ja auch Fahrt. So, und hoffentlich ab hier geht er hoffentlich wieder relativ mit dem Speed normal um. Und wir versuchen hier ihn einzuholen. Und ich werde ihn nicht auf der ich muss ihn hier überholen, nicht auf der Start- und Ziel, wo er langsamer wird. Okay, er wird hier auch langsamer. Team erledigt. Ah, da ist er schon wieder. Also phasenweise stimmt's, geht's eh ganz gut. Ah, da kommt er wieder außen. Es passt halt nicht überall. Da geht es auch links. Quasi Startziel. Runde 3 von 3. Gut, der Part war jetzt eh relativ kurz, sag ich mal, weil ich kein Quali gefahren bin auch. Also von dem her. Wird es bei dem entweder vor oder nachher auf jeden Fall einen zweiten, glaube ich, geben, dass wir da weiterkommen. Ja. Hans D sogar zweiter. 14 Punkte zweiter Rennen, sehr schön. Wunderbar. Gesamtwertung hat er schon mal. Fairless wird überholt. Und wir pushen eben hier auf Platz 4. Eine Punkte sind nochmal hinter Charlie. Und auch Herlings ist nicht so weit weg. Schaut gut aus fürs Zuki. So, nächste Stufe haben wir da. 24. So. Jetzt haben wir mal kurz schauen, wie viele Rennen noch sind. Ich glaube 3. Werden wir aber gleich sehen. Jawohl. Sieg. Ja, er kann es nicht glauben.
Die Show gehört Carol, ja, das, okay, das ist auch klar, da... Das macht er natürlich. So, jetzt machen wir kurz einmal wieder einen Blick hier rein. Ja, wissen wir. Okay, passt. So, was haben wir jetzt noch? Boah, drei noch. Na, locker. Oder schau mal, wenn ich jetzt Lausitzring und hier Belgien und dann die mit einem Doppelstein, dann haben wir die mal durch und dann gehen wir auf MX1. Ja, gut. Egal. Schau mal, vielleicht tue ich es doch nur einzeln. Wie es passt, so laufe ich es hoch. Ganz wie es kommt. Strecke schaut mal ganz okay aus. Die schaut auch nicht schlecht aus. Vielleicht kommt ja wieder eine, wo wir doch nicht so schnell sind. Ja. Das werden wir dann in den nächsten Part sehen. Ich nehme auf jeden Fall jetzt gleich noch mal einen auf. Dann habe ich da schon mal ein bisschen ein Plus. Da komme ich schon mal ein bisschen weiter mit den Tagen. Das kann ich mal selber mit dem Fahren sogar eins aussetzen, wenn es ist. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Danke, ciao, ciao und bis zum nächsten Part.